wieder strecken. Boah, jups. Und weiter geht's. Wie sieht's denn eigentlich aus? Es ist Mittwoch. Wir haben eigentlich nur noch bis Donnerstag Zeit. Und wir haben noch ein ganzes Stück. Wir müssen auf alle Fälle nochmal anhalten. Jetzt ist die nächste große Hürde, Brest zu finden. Das ist so das nächste hier. Brest. Und zwar müssen wir da, ich habe nochmal drauf geschaut auf der Karte, vor Warschau weg. Also ich hoffe, dass ich es hinbekomme. Ich hoffe es echt. So, wir haben Sonnenaufgang wieder, sehr schön, dann haben wir die Nacht durchgeschlafen. Nachtschlaf ist immer gut. Nein. Der Nachtschlaf, den darf man nicht vernachlässigen. Denn ansonsten ist man ein bisschen wie ein Zombie. Da hat man auch keinen klaren Gedanken, den man fassen kann. Ich sag's euch, wie es ist. Da muss man wirklich hier aufpassen. Ja, und dann kommen wir in Mod-Gefilde bei Brest. Nicht gespannt. Brest. Da werden die, habe ich schon dreimal gesagt, da werden ja die Eisenbahnschienen verbreitert. Also dann wird die ganze Eisenbahn, da werden neue Achsen drauf. Auf der Eisenbahn werden da neue Achsen drauf gezogen und dann geht's weiter. Das habe ich schon mal miterlebt, als ich, damals hieß es noch in die Sowjetunion gereist bin mit dem Zug. So, 70 mit Baustelle. Und Radarfalle. Jetzt habe ich sie gesehen. Vielleicht haben sie noch eine aufgestellt. Ja, beim American, das soll ja dann wirklich auch die Polizei dort stehen. Übrigens, beim American Truck Simulator habe ich gesehen, gibt es schon eine Map, die Küsten miteinander verbindet. Ne, die Westküste mit der Ostküste verbindet. Also bin ich guter Dinge, dass vielleicht in ein, zwei Jahren das ganze Ding ausgebaut ist. Das ist natürlich noch immer noch zu wenig für mich. So, aufgepasst. Ja, schon wieder nach Krakow. Hier geht jeder... Alles geht nach Krakow. Das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass das einspurig wird. Haben wir gerade so noch hinbekommen. Man muss hier echt aufpassen. 40. Brauchen wir aber Schwung. Boah, schau mal hin. Herbiegt. So, weiter geht die Fahrt. Ins ungewisse Russland. Ins wilde Russland. Russland wäre auch schön. So als Russia Truck Simulator. Durch Russland durch. Russland wird wieder mächtiger durch Putin. Hab ich schon mal gesagt? Ja. Ja, kann man davon halten, was man will, ne? Aber vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ein bisschen ein Gegenpart noch da ist. Zu USA. Europa ist es ja nun mal nicht. Wo sind wir denn jetzt? Wir müssen nach Brest. Davon, das sieht nicht aus wie Brest. Warte mal, wenn wir schon mal da sind. Ah, nee.
Achso, wir sind noch richtig. Einfach geradeaus. Gut. Ja, ich wollte jetzt nicht hupen. Der zeigt mir bestimmt schon den mittleren Finger. Nehme ich an. Zack. Schau mal hin, wie viel Platz wir noch haben. Wie viel Platz wir hier noch haben. Oh! Nein! Oh Gott. Beinahe. Einfach geradeaus. Wollen wir schauen, wie viel Platz wir... Na gut, er fährt noch. Mal schauen, wie viel Platz wir jetzt noch haben. Wenn ich denke... jetzt denke ich, ist es genug. Oh, es ist auch genug. Ein bisschen, ja, aber trotzdem, ne? Wir könnten immer noch ein bisschen vor. Vollziehen vorm Bau. Oh. Ey! Verrückt geworden? Ey! Hallo! Hallo! Halli, hallo! Manchmal denkt man hier noch. Nur Verrückter auf der Straße. Mich eingeschlossen. Ja, wir haben schon wieder einiges an Schaden. Ist ganz schön Verkehr. Das bremst uns ganz schön aus hier. Ich sag's nicht gerne, aber das bremst uns hier gewaltig aus. Wir haben nicht die Zeit. Die roten Ampeln hier, ne? Sind ja echt übel. Wird's grün oder nicht, oder? Ich hab den grünen gar nicht. Ich habe den Grünen gar nicht mehr gesehen. Ich wollte schon weiterfahren. Ich habe gedacht, ja, da war doch noch was. Da war doch da vorne noch irgendwas. Irgendwas Kleines. Voll die Stromleitung hier. Aber die Sonne ist toll. Ist schön, wie sie so sich durchbahnt. Auch eine, da habe ich ja schon mal ein Video ein bisschen reingespielt, ne? Das ist eine wirklich schöne Stadt. Ja, es wäre halt auch schön, wenn man ein bisschen mehr Feedback bekommen würde. So ein kleines bisschen. Was man vielleicht noch verändern kann oder was toll ist, oder was nicht so schön ist. Naja, was so. Manchmal ist es auch gut, wenn nichts gesagt wird, ne? Dann und wenn es dann so seine 10 Views hat, das ist ja meistens so, 6 bis 10 Views habe ich dann, ist in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Nichtsdestotrotz, weil wir, unser Thema ist ja immer noch Kanal, weil sie es vergessen hat, ne? Weil sie das Thema vergessen hat. Nichtsdestotrotz, ich überlege trotzdem des Öfteren immer wieder, besonders wenn ich so draußen bin. Im Winter eher nicht so, aber jetzt, wo so der Frühling kommt und ich ganz viel draußen bin und ja, da überlege ich mir dann trotzdem, das ganz zu canceln. Was Bialystok? Müssen wir nach Bialystok? Müssen wir nicht nach Bialystok? Wo müssen wir denn überhaupt jetzt hin? Warschau, dann geht's nach... Oh, warte mal, ich muss mal auf meinen Zettel jetzt schauen, was die nächste Stadt ist noch. Warschau. Brest, Entschuldigung. Warum ist Brest nicht ausgeschildert? Macht mich schon wieder huschig. Ja, Brest. Ich rede die ganze Zeit von Brest. Ich habe gedacht, dabei ist noch was dazwischen. Nach Brest. Was steht da? Paranibiciti. Habe ich noch nie gehört. Ja, da, wisst ihr, wenn es draußen so ist und man ist so, man geht so spazieren, man
an in die Stadt. Da denke ich mir manchmal, besser eigentlich, es fehlt mir, besser ist, den Kanal komplett zu schließen. Ich meine, es ist, ich habe es schon mal gesagt, im Grunde, es würde niemanden stören, jetzt, wenn ich den Kanal schließe. Das ist ja nicht so, dass es jetzt für sich 100, 200 Leute sind. Also, ich kämpfe ja so mit, bin immer zufrieden, wenn ich so über 10 Leute komme. Ne? Und da sagt man sich, ja. Was mich immer noch hält, ist wirklich, dass sowas hier zum Beispiel, ne, das macht man nicht allein. Also ich würde es nicht allein machen. Das nicht alleine fahren. Das wäre dann, das macht dann doch Spaß, da ein bisschen zu kommentieren und so weiter. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, wir gehen trotzdem mal auf den nächsten Parkplatz. Achso, das wäre der. Was sind das für Parkplätze hier? Ja, da hätten wir aber trotzdem mal drauf gekonnt. Weil ich würde trotzdem noch mal gern schauen, ob wir noch richtig sind. Ganz schön ein Nebel jetzt hier. Wir hatten schon lange nicht mehr so dichten Nebel. Ich hätte doch vielleicht mal auf diesen Parkplatz gesollt, ehe wir komplett falsch fahren. Was? Das war nicht meine Schuld. Ich habe noch immer nach hinten geschaut. Wenn der mir hinten drauf fährt. Hallo? Wir haben schon genug Scherereien. Wir haben schon genug Geld abgeben gelassen. Warum ist hier Brest nicht ausgeschildert gewesen? Was ist denn jetzt davon? Zug? Okay. Moment. Ist hier noch richtig? Mal kurz auf die Karte geschaut. Aber Brest war nicht ausgeschildert. Irgendwo, jetzt habe ich natürlich den Zug hier verpasst. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die Mod-Map anfängt und wo die Vanille aufhört. Ich schätze einfach mal bei Brest. Ab Brest, denke ich. Natürlich Brest jetzt schon die neue ist. Schwer zu sagen. Weiß ich nicht mehr. Ihr wisst bestimmt. Ja, wie gesagt, ne, also. Es ist. Ich mache mir da schon meine Gedanken auch. Weil man kann in der Zeit natürlich einiges anderes machen. Wenn man sich nur ausruht. Wenn man nur ein kleines Schläfchen macht. Auf der anderen Seite kommt abends echt und wirklich und wahrhaftig nichts im Fernsehen. Und ich habe, glaube ich, schon alle Filme gesehen, die es gab. Und diese Soaps und das ist nichts für mich. Das ist wirklich nichts für mich. Deswegen, ja, abends kann man sich trotzdem mal hinsetzen. Deswegen, warum nicht? Ja, wir sind eigentlich jetzt gut ausgerufen. Ne? Trotzdem wäre so ein Schild Brest auch mal schön. Aber wenn wir jetzt wissen, dass wir halbwegs richtig fahren. Im dicksten Nebel. Da schau doch mal hin. Was soll ich denn jetzt hin? Komm mal rechts, oder? Komm, wir schauen noch mal kurz auf die Karte. Es ist gerade niemand hinter uns. Ja, rechts. Wollte ich rechts. Aber warum steht da nicht Brest? Aber jetzt. Links. Brest. Ich stehe dran. Jetzt steht es dran. Ne? Ich sehe schon jetzt. Ziemlich spät.
Aber rechts war nicht schlecht. Davon abgesehen. Oh, schön. Kleine Baustelle wieder. Finde ich toll gemacht. Supi. Caterpillar. Es gibt ja da noch so vereinzelt Schwerlasttransporter. Und die würde ich gerne noch mit reinmachen, aber erst wenn wir hier in Berlin sind, denn wenn ich so einen Schwerlasttransporter mit reinnehme, dann werde ich nach Berlin zurückgesetzt. Ja. Deswegen. Sagt's mal, wird es noch grün oder eher nicht mehr? Gott, hat das eine lange Rotphase. Jetzt. Baustelle ist irgendwie auch ein bisschen anders als die anderen. Schön gemacht. Schweres Gerät. Und es wird nicht gebaut. Das finde ich immer... Ne? Das ist so. Das ist wirklich so. An die meisten Baustellen, an die ich ranfahre, oder so bei Autobahnen, da wird nicht gebaut. Das ist... Die Ruht. Es gibt viele ruhende Baustellen, meines Erachtens, oder ich komme wirklich nur immer ran. Vielleicht bauen die auch immer nachts. Weiß man nicht. Obwohl, ich fahre auch nachts teilweise. Nein. Ist auf Autobahn oder so. Ne? Ich sehe so oft Baustellen, wo gar nichts gemacht wird. Also nichts. Null. Niente. Boah, wie viel war's? Klick, klick. Radarfalle. Ich glaube 90, oder? Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Wir dürften eh nur 80 fahren oder so. Ah! Jetzt habe ich mich rüber gedreht und ne, gleichzeitig noch bin ich rüber gefahren. So, wir müssen auf alle Fälle nach Brest. Und was haben wir gesagt? Von Brest nach Bada Novici. Bada Novici. Kannst du nicht mal russisch aussprechen, Baranovici. So, die haben also wieder Maut hier. So, wir gehen wieder auf die LKW-Spur. Da müssen wir noch eins. Ups. Ne, hier dürfen wir gar nicht durch. Upsa. Dürfen wir trotzdem durch? War ja gesperrt. Oh, oh. Oh, oh. Okay. 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 Ich hab's nicht gesehen. Das ist gesperrt, oder? Das war ja klar, ne? Schaut mal hin, die ganzen LKWs gehen hier hin und ich gehe rechts vorbei. Ja. Passiert, ne? Gut, jetzt aber, ne? Und los geht's. Weiter geht's. Wir müssen nochmal rüber. Sehe ich gerade. Ja, fragt mich hier nicht nach Flaggen und so weiter. Irgendwo muss hier Weißrussland sein und Lettland und... Whatever. Was ist denn hier für ein Palaver? Was passiert hier? Unfall hier, der? Achso, jede Menge. Oh, da vorne noch mehr. Was ist denn hier los? Ist es irgendwie. Ach, das ist vielleicht Grenze, ne? Und die trauen sich nicht. Die müssen erst noch ihre Schmuggelware verstauen, aber ja, schön gemacht. Finde ich toll.
Hände hoch. Entschuldigt. Ja, das war... Ne? Ja, es ist das alte Klischee. Ne? Schmuckel. Ja, es gibt aber auch viele Schmuckel. Ja. Was ist das bei dem Mautstelle? Ich bin da. Und dafür 7. Oh Gott. Ja. So, weiter geht's. Ach, Belarus. Na, dann sind wir doch in Weißrussland. Da gab's ja so ein LKW, den Belarus. Das war's schon. Die russischen LKWs oder Traktoren oder so, die sind auch so unverwüstlich. Man sagt ja auch immer so, die Waffen, die Kalaschnikow oder so, die muss ja unverwüstlich sein. Panzer, die waren direkt dafür gemacht, da ist der, hat sie mal impresst. Da sind wir, oh Gott, oh, was ist denn hier? Ich glaube, das ist alles nur. Kann ich mir vorstellen. Die Waffen, genau, die auch. Waren unverwüstlich. Oder ja, genau, der Tiger, der ist ja immer zu ausgefallen und die T, ich weiß nicht was, 34? Die russischen Panzer, die sind zwar jetzt schneller abgeschossen worden, aber die waren unverwüstlich in diesen klimatischen Bedingungen. Achso, ich hätte mal drauf schauen können. Hätte ich sollen. Hätten wir irgendwie... Ja, jetzt. Wir schauen nochmal drauf. Kurz mal auf die Karte schauen. So, von einfach gerade durch. Mhm. So, und wenn wir dann nach Minsk... Also bis Minsk müssen wir einfach gerade durch erstmal fahren. Dann müssen wir das schauen. Wäre das vielleicht... Ja. Ist natürlich hier alles jetzt russisch. Doch, das muss Mod sein. Denn da steht was russisch drin. Nirsavutje? Ich weiß nicht. Oder ihr wisst nicht. Wissen? Da. Nicht gelesen. Aber was ich so sehe, wenn das wirklich Mod ist, ist es... Die Zwiebeltürme! Sehr schön! Ah, ich bin begeistert. Zwiebeltürme. Das hat mir so gut gefallen in Russland. Die Zwiebeltürme. Das gibt dem Ganzen wirklich, diesen Städten einen wirklich einzigartigen Flair, diese Zwiebeltürme. Ha, schön. Zum Beispiel Kiew. Ne? Kiew ist so schön. So eine schöne Stadt. Ist halt ein bisschen in der Nähe von Tschernobyl gewesen. Hm. Müssen wir uns ein bisschen mit Radioaktivität hier auseinandersetzen. Ja, das war natürlich auch ein Ding. Ne? Deswegen, ich finde es gar nicht so schlecht, dass sie von den Kernkraftwerken wegkommen wollen. Die sind erstmal, ja, wenn irgendwie was passiert, wenn ein Unfall passiert, ist es natürlich das Ausmaß erschreckend. Wenn man so einen Bericht über Tschernobyl gesehen hat, das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite müssen ja die Abfälle auch gelagert werden. Und das irgendwann, also irgendwann tritt es bestimmt mal aus. Wenn es in, was weiß ich, 1000 Generationen ist. Aber so weit denken wir hier nicht. Wir denken immer nur, ja, für heute. Was später kommt, was soll's? Was soll's? Ja, jetzt hätte ich gerne mal... Ich kann es nicht so schnell, kann ich es nicht lesen. Über was für eine... Was für einen Fluss wir jetzt hier fahren.
Also, erstes Fazit. Ich denke, wir sind jetzt in der Mod. Toll. Schöner Übergang. Halt, wir müssen schauen. Minsk, sehr schön. Minsk müssen wir. Wie ist denn eigentlich ab Minsk? Was ist denn da vorne? Kann nicht drüber. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Die Aura. Oh, oh. Aldi drängelt sich hier rein. Hier ist ja was los. Wo geht's hier hin? Ja, ich kann es nicht so schnell lesen. Ich kann mir vorstellen, wenn ich da durch Russland fahren würde, ich könnte die Schilder gar nicht so schnell lesen. So, von Minsk müssen wir nach Orscha. Auf die M1. Die Frage ist immer... ja, da müssten wir immer mal so rechts und links und rüber und... Solange das noch so ausgeschildert ist, dass man es erkennen kann, zum Beispiel, das erkenne ich überhaupt gar nicht. So, die drängeln sich nicht mehr rein. Schön. Na gut, erstmal ist Minsk dran. Wie sieht es eigentlich aus wieder mit 5 Stunden? Okay. Kann ich mich leben, was ist das hier für ein Trecker? Ja, die haben natürlich auch so ganz andere Fahrzeuge. Da gibt es ja ein Spiel, was ich mir schon mal im Let's Play angeschaut habe, wo man so durch Sibirien so durchheizt mit so einem allradgetriebenen Fahrzeug und so dann wie will ich sagen, Holz, dann irgendwie an einen Ort bringt. Oder. Ich weiß gar nicht, was alles. Ja, sehr landwirtschaftlich. Übrigens ist es natürlich fatal. Ja, ich komme hier gar nicht vorbei. Ich könnte noch nicht mal, wenn ich wollte, weil ja gerade hier, ne, die hätten ja überall anhalten können. Aber gerade hier steht der blöde Trecker rum. Wie sieht's hinten aus? Ja, Stau ohne Ende. Passiert hier vorne noch irgendwas? So, halt, das war die falsche. Wir sind aber voll ineinander reingekeilt, ne? Ja, wenn ich wenigstens rechts vorbei könnte. Oder ich müsste mich hier durchschieben. Ich kann nicht so lange hier warten. Meistens ist es so, wenn wir uns durchschieben, dann geht es da vorne weiter. Ich glaube, das ist spielbedingt. Verdammt. Tja. Tja, dann müssen wir es in Kauf nehmen, ne? Ah, wieder die falsche Taste. Hilft nichts. Gerade so, kommen wir vorbei. Ja, hilft ja nichts. Ich kann ja auch nichts dafür. Ist ja. Na, hier steht das Dilemma. Da musste ich mich durchschlagen. Ist halt, wie es ist, ne? Ist eben, wie es ist. Dafür haben wir jetzt freie Fahrt. Aber schön. Also, Wahnsinn. Bin beeindruckt. Bin ein bisschen von den Mod-Verhältnissen sehr beeindruckt. Ja, Landwirtschaft, was wollte ich sagen? Ach ja, das
Achso, 90. Dass die so, ja, die zum Beispiel landwirtschaftliche Güter schön. Ich werde doch mal nach Russland fahren. Die so landwirtschaftliche Güter exportiert haben aus Deutschland und so weiter, das sind welche pleite gegangen. Richtig pleite gegangen, nur weil die EU ja praktisch einen Boykott auferlegt hat nach Russland. Übel. Die Frage ist sogar, war das richtig? Wie gesagt, ich bin kein Putin-Freund. Wirklich nicht. Ich bin kein Putin-Freund. Doch ich denke, dass Russland hier mit ins Boot geholt. Die dürfen sich nicht, dürfen da drüben nicht ihr eigenes Ding machen. Ne? Die gehen ja im Grunde dann, ich sag zu oft im Grunde, ich weiß, die gehen ja dann eher zu Asien. Ne? Die werden sich jetzt eher an Asien schließen und werden dort zu einer, ja, eine Union dort wahrscheinlich in Betracht ziehen. Und somit wird es dann wahrscheinlich drei Blöcke geben, so die USA, ne? Und dann Europa, wenn Europa überhaupt noch existiert. Europa wird zerfallen wieder wahrscheinlich in seine Nationalstaaten. Das sieht man ja mit der AfD und so weiter. Und mit auch den rechten Parteien in Frankreich, in Polen und so weiter. Und ich denke, dass sich dann, wie gesagt, dort drüben, die wird sich Russland mit asiatischen, die haben ja jetzt schon einen eigenen Wirtschaftsverbund sich ja, angelegt. Und dass dann Europa recht schwach, denke ich, weil die sich nicht einig sind, recht schwach aus der ganzen Machtkonstellation hervorgehen, ist meine Meinung. Wenn Europa weitermacht, so wie es jetzt ist, dann wird es sehr schwach werden. Wird zerdrückt. In den Machtkämpfen aus den USA und Russland. Und ich glaube, ich bin der Meinung, ach, Moskau? Geht es dann darüber nach Moskau? Nee. Ich bin der Meinung, dass Schröder, kann ihm vorwerfen, was man will, es war nicht die schlechteste Politik, sich eher an Russland anzulehnen. Es ist schwierig, ich weiß, es ist ein schwieriges, es ist wirklich ganz schwierig, aber ich denke, die derzeitige Politik ist falsch. Aber was weiß ich, ne? Was weiß ich schon? Das ist so toll hier. Ich finde es so toll. Die Straßen sind bestimmt so. Schön. Toll. Warte, wir müssen hier. Oh, wir müssen. Nein! Die lassen uns nicht raus. Schön gemacht. Super gemacht. Bin sehr beeindruckt. Toll. Sowas. Na, das wünschte ich mir auch für Vanille. Natürlich noch viel mehr. Und noch viel mehr. So, was haben wir nochmal gesagt? Minsk. Was kommt nach Minsk? Orschak. Haben wir schon mal jemals was von Orschak gesehen? Ich glaube eher nicht. Orschau. Doch, Orschau, ich sehe es. Geradeaus. Wartet, wir müssen wieder rüber. Ich habe Orschau, glaube ich, gesehen. Auf einem Schild. Geradeaus. Ja, wie gesagt, wenn man hier noch das Anti-Aliasing hinbekommen würde, aber ich bekomme es nicht mehr. Ich bin schon zufrieden, wenn ich es hinbekomme. Orsha, Orsha, Orsha. Orsha. Genau. Geradeaus weiter. Zufrieden, dass ich es hinbekomme, dass ich hier meine Stimme anständig hört, auch wenn ich schneller fahre. Wenn ich auf der Autobahn hintröne. So, jetzt müssen wir trotzdem nochmal schauen. 2 Stunden wieder, ne?
aufpassen, dass wir hier wieder irgendwo eine Tankstelle finden und einen Ruheplatz. Das sollten wir wahrscheinlich nochmal raus bei der nächsten Tankstelle oder ja, bei der nächsten Tankstelle, bei der nächsten ja, Gelegenheit, sag ich mal so. Und schauen, was da, was es da so noch gibt. Porsche. Ich hoffe. Ja, die sind bestimmt jetzt, wir sind in Russland. Das ist weit entfernt alles. Oder sind wir noch in Weißrussland? Ne, ich weiß es nicht. Servus Gott, ich weiß es. Ich weiß es wirklich nicht. Da gab es ja diese kleinen Karten, ne? Die waren schon ärmlich. Ne? Ich weiß nicht, ob das sie immer noch gibt. Diese kleinen Bauernfamilien, die ja dann zu Kolchosen zusammengefasst wurden, während der Zeit der Sowjetunion, ne? Dass ja diese Kollektivierung in Gang gesetzt wurde. Da kriegt man jedes Mal die totale Schiss. Keine Ahnung, was da drauf stand? Minsk? Nee. Weiß nicht. Ja, Russland ist natürlich ein Riesenland. Die meiste, ja, der größte Teil der Fläche, der ist ja unbewohnt. Ist einfach so richtig urig. Ja, ich denke mal, bei solchen langen Fahrten, also ich merke es bei mir auch schon, dann lässt dann irgendwann, lässt die Konzentration dann doch nach. Ne? Hoffentlich läuft meine Festplatte nicht voll, das ist das Wichtigste. So, hier haben wir was. Ich würde sagen, da machen wir gar keinen großen... Hier schlafen wir und hier tanken wir. Ich glaube hier hinten hin. Wir schauen noch mal trotzdem, wenn wir dort sind, schauen wir noch mal auf die Karte. Ich würde es trotzdem gerne noch mal sehen. Ach so, nee, da haben wir ja noch eine Tankstelle. Ja, aber die ist nicht auf dem Weg, ne? Und die nächste Tankstelle. Erst hier oben. Boah, es ist trotzdem noch weit. Ja. Ja, aber wir haben dazwischen keine Ruhestätte mehr. Ne? Hätte ich beinahe gesagt. Keine Ruhestätte, sonst müssten wir hier runter. Das sind immer Ruhestätten an den Tankstellen. Ja. Ist mir zu gefährlich. Ist mir zu gefährlich. Ich sag's euch, wie es ist. Aber wir, von der Zeit her, ne, wenn wir dann nochmal schlafen müssen. Aber wir haben nur noch eine Stunde 54. Ist mir zu gefährlich, oder? Zwei Stunden. Nee, ist mir zu gefährlich. Ja, es ist gefährlich. Ja, ich weiß es nicht. Nein, will nicht meinen Auftrag abbrechen. Nein. Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich will tanken. Ich will tanken. Ah, jetzt. Ich hätte nur F8 machen müssen. Okay. Oh, da seht ihr? Da ist der Dieselpreis wieder besser. Zwei Stunden hätten wir noch fahren können. Naja, schlafen. Okay. Dann auf in die Koje. Дышать, просить.
сердцебиение. Свобода связана с скотчем рук. Свобода испытывать к себе жалость.